Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Nach Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Jeder, der gehindert wird, sich zu informieren, der wird zensiert. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie YouTube-Kanalbetreiber erfahren können, ob und wie stark sie zensiert werden, beziehungsweise die potenziellen Zuseher. Ich gehe auf YouTube Studio Beta, Analytics, jetzt auf Publikum aufrufen und hier haben wir einen Wert. Und zwar sind dies die Nutzer ohne Abo. Und diese Nutzer ohne Abo, die werden gehindert, sich zu unterrichten. Nach Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 ist dies nicht zulässig, dass Nutzer ohne Abo gehindert werden, dein Video zu sehen oder in dem Fall mein Video zu sehen. Diese Nutzer ohne Abo, dieser Anteil hier im Moment von 80% innerhalb der letzten 28 Tage, dieser Anteil meiner Zuseher, der fällt und fällt und fällt. Derzeit beträgt der Anteil von Nutzern ohne Abo, die meine Videos sehen, etwa 70%, Tendenz fallend. Der Anteil von Nutzern, die bereits Abonnenten sind, steigt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass meine Videos nur noch denjenigen angezeigt werden, die Abonnenten meines Kanals sind. Das heißt, alle diejenigen, die nicht Abonnent meines Kanals sind, die werden gehindert, sich zu unterrichten. Die werden gehindert, sich zu informieren. Ich will das kurz hier aufzeigen. Die letzte Woche vom 4. bis zum 10.2. haben wir etwa 30%, die nur dadurch meine Videos sehen, weil sie bereits Abonnenten sind. Aber nur im Moment hier noch etwas über 70%, aber Tendenz fallend, die keine Abonnenten meines Kanals sind. Ich will hier die Vergangenheit ansehen. Noch im Dezember war der Anteil der Nutzer ohne Abo, die sich ungehindert informieren konnten, 95,5%. Diese eine Woche, 4. bis 10. Dezember 2018. Und im Oktober, 4. bis 10. Oktober 2018, lag der Anteil sogar noch einmal höher. Das heißt, gerade im Moment werden Besucher von YouTube massiv an ihrer Meinungsfreiheit gehindert, indem sie gehindert werden, sich zu unterrichten, sich zu informieren. Meine Aufrufzahlen zeigen das ganz deutlich, wenn ich betrachte, wie viel Wiedergabezeit und Aufrufe von Nutzern ohne Abo und Nutzern mit Abo stattfinden. Dies kann jeder für sich, jeder, der einen Kanal auf YouTube betreibt, selbst überprüfen. Zwischenzeitlich ist es so, dass meine Videos immer häufiger nur noch von Abonnenten gesehen werden und Nutzern ohne Abos offensichtlich nicht mehr angeboten werden. Der Faktor, von dem wir hier reden, ist 1 zu 10. Das heißt, meine Reichweite wurde um 90% reduziert. Während früher nur 3,5 bis 3% Abonnenten tatsächlich meine Videos angesehen haben, sind es jetzt auf einmal 30%. Und Nutzer ohne Abo werden meine Videos immer weniger angezeigt. Nochmal, das heißt, diese werden gehindert, sich zu informieren oder sich zu unterrichten, was nach Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 nicht zulässig ist. Und der entscheidende Punkt hierbei ist, mir wird und wurde keinerlei, aber absolut keinerlei Nachricht darüber gegeben, dass sich hier etwas für mich geändert hat. Das typische Charakteristikum von Zensur ist, dass Dinge intransparent und geheim gemacht werden. Das ist das typische Charakteristikum. Dinge sollen intransparent und geheim bleiben. Der Punkt ist also, dass
mir keinerlei Nachricht darüber gegeben wird, dass sich hier etwas geändert hat, und gleichzeitig wird den Besuchern vorgegaukelt, dass sich nichts geändert hat, wenn ihnen immer wieder Werbung eingespielt wird. Denn meine Videos werden zum Teil weiterhin monetarisiert ausgespielt. Das heißt, ich bekomme noch einen kleinen Beitrag für die Werbung, die geschaltet wird, und das kann jeder sehen, der meine Videos besucht. Aber gleichzeitig werden meine Videos zensiert, wie am Anteil der Nutzer ohne Abo zu erkennen ist. Es ist nicht zulässig, von irgendeiner Plattform, sei es YouTube oder Facebook, Menschen vorzuenthalten, sich zu unterrichten. Ich greife hier nicht unbedingt YouTube an, die natürlich mit diesem Vorgehen ihren eigenen Grundsätzen widersprechen und ihrer eigenen festgelegten Mission völlig widersprechen, den Menschen Zugang zu Informationen zu gewähren. Aber sei es drum. Hier stellt sich wieder die Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer angeblichen Verschwörungstheorie, vor der man die Menschen beschützen soll angeblich, und einer freien Meinungsäußerung, vor denen die Menschen tatsächlich hier bewahrt werden. Die Menschen werden hier vor meiner freien Meinungsäußerung bewahrt. Und dies ist nicht zulässig. Falls sich hier je ein Anwalt befindet, der mit mir hier eine entsprechende Klage durchführen möchte, gegen YouTube oder ein Sponsor und oder ein Sponsor, der hier das durchziehen möchte mit mir, die können sich hier gerne bei mir melden. Es können auch gerne andere diese Aufgabe übernehmen. Ich reiße mich da nicht darum. Ich will hier nur aufzeigen für meine Zuseher und für andere YouTube-Kanalbetreiber, was hier gerade vonstatten geht. Wir alle haben den Eindruck schon gehabt, dass hier etwas passiert an Zensur, aber richtig nachweisen konnten wir es bisher nicht. Denn wenn ich jetzt hier einmal meine Aufrufe sehe, die Anzahl der Aufrufe und die vergleiche mit der Vergangenheit, dann wird man schon sehr Interessantes feststellen. Denn obwohl meine Abonnentenzahl sich sehr erhöht hat, hat sich die Wiedergabezeit zum Beispiel in Minuten oder die Aufrufzahl sehr verringert. Hier ist von 5000 die Rede noch, und im Dezember hatte ich hier 40.000. Interessant. Und im Oktober hatte ich 50.000. Interessant. Wie kann das alles sein? Das konnte man sich vorher noch fragen. Aber diese Zahl Nutzer ohne Abo, diese Zahl, die ist eindeutig. Die ist eindeutig. Ganz klar, ganz klar. Und eine Anmerkung habe ich auch. Natürlich ist das eine Zensur, wenn ich bestimmten Medien eine Lizenz erteile und anderen nicht. Das ist eine Zensur, ob es um Fernsehen geht oder auch um YouTube-Kanäle. Es hat überhaupt keine technische Begründung, warum man YouTubern eine Lizenz erteilen soll oder können muss. Das hat nur eine Begründung in der Zensur. Und dies ist nicht zulässig. Dies ist eine der Grundgesetzbrüche, die Merkel hier zu verantworten hat. Eine der vielen Brüche des Grundgesetzes, die Merkel hier durchführt. Warum sich die Deutschen nicht wehren, weiß ich nicht. Hierzu am Ende ein kleines Video für alle Schlafschafe. Danke für die Aufmerksamkeit.